begrüßen mit einem recht herzlichen und großen Applaus Rüdiger Safranski. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, die Zeit. Die Marschallin in dem berühmten Rosenkavalier von Richard Strauss und Hoffmannsthal, die sagt oder die singt: Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding, wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts, aber dann auf einmal, da spürt man nichts als die Zeit. Also nicht nur, wenn man so hinlebt, ist die Zeit rein gar nichts. Seltsam ist vielmehr, dass sie auch rein gar nichts zu sein scheint, wenn man ihr die gesammelte Aufmerksamkeit schenkt. Jeder kann die Probe darauf machen. Man muss nur auf das eigentümliche Vergehen der Zeit achten. Was eben noch gegenwärtig war, ist nicht mehr. Und das Künftige ist noch nicht. Die Zeit bewirkt, dass wir einen schmalen Streifen von Gegenwärtigkeit bewohnen, nach beiden Seiten umgeben von einem Nichtsein, das nicht mehr der Vergangenheit und das noch nicht der Zukunft. Das ist schon erstaunlich. Es ist aber auch unglaublich beunruhigend. Der heilige Augustinus jedenfalls ist über dieses doppelte Nichtsein, in das wir eingeklemmt sind und das die Zeit mit sich bringt, ins Grübeln geraten und schreibt in dem berühmten 11. Kapitel seiner Bekenntnisse: Was also ist die Zeit? Wenn niemand mich danach fragt, weiß ich's. Will ich aber einem Fragenden erklären, weiß ich's nicht. Die Zeit hat es also in sich. Das merkt man auch, wenn man noch auf andere Weise, nämlich bei der Langeweile, auf ihr bloßes Vergehen achtet. Die Langeweile ist ja nichts anderes als das Rendezvous mit dem reinen Zeitvergehen. Die Langeweile lässt uns einen ungeheuren Aspekt des Zeitvergehens erfahren, allerdings auf paradoxe Weise. Denn in der Langeweile will die Zeit ja gerade nicht vergehen, sie stockt, sie zieht sich unerträglich hin. Zeit erfahren wir in der Langeweile, nicht beim Kurzweiligen. Eine wirklich ereignislose Zeit gibt es selbstverständlich nicht, auch nicht in der Langeweile. Es geschieht immer etwas. Ohne Ereignisse, meine Damen und Herren, gibt es nämlich gar keine Zeit, weil Zeit ja nichts anderes ist als die Dauer von Ereignissen. Deshalb kann die Zeit streng genommen auch nicht leer sein. Doch die Empfindung der Leere rührt daher, dass sich an die Ereignisse kein lebendiges Interesse knüpft. In dem Maße also, wie die Ereignisse ausdünnen, könnte man sagen, wird die Zeit auffällig. Es ist, als käme sie aus ihrem Versteck, denn für unsere gewöhnliche Wahrnehmung ist sie hinter den Ereignissen verborgen und wird nie so direkt und aufdringlich als solche erlebt. Ein Riss also im Vorhang und dahinter gähnt die Zeit. Der Blick auf die Uhr verstärkt die Langeweile noch, denn die Dauer, interpunktiert durch regelmäßige Taktschläge oder die Bewegung des Zeigers, wird als noch ereignisärmer empfunden und ist kaum mehr auszuhalten, weshalb beispielsweise das stete Tropfen in einer sonst leeren Zelle auch als Folter eingesetzt wird. Es reicht aber schon die Schlaflosigkeit mit einer tickenden Uhr, um Bekanntschaft
mit der Folter der Zeit zu machen. Auf die Frage, was die Zeit sei, wird gewöhnlich geantwortet, sie ist das, was die Uhren messen. Ja, aber was zum Teufel messen die Uhren? Sie messen die Dauer und die Positionen von Ereignissen mit Hilfe eines standardisierten, periodischen, regelmäßigen, mit einer regelmäßigen Ereignissequenz, also das Umlaufen des Zeigers. Früher nahm man dafür Naturabläufe, die Bewegung der Gestirne oder der Sonne. In der Neuzeit begann man, mechanische Uhren zu konstruieren. Die praktikablen Maßeinheiten wurden dann gesellschaftlich verbindlich gemacht. Die gesellschaftliche Gewohnung der Zeitmessung hat dazu geführt, dass im allgemeinen Bewusstsein die Zeit selbst häufig verwechselt wird mit dem Instrument, mit deren Hilfe man sie misst. Als ob die Zeit etwas ist, das taktmäßig wie etwa der Sekundenzeiger voranschreitet. Schon dieser Ausdruck voranschreitet ist missverständlich. Die Zeit schreitet nicht, eher fließt sie. Aber auch das ist nur ein Bild, eine Metapher. Also, die Zeit als reines Objekt mag schwer zu fassen sein. Die Uhren, die sind sehr wohl zu fassen. Sie üben, wenn sie einmal existieren, eine große Macht im Zusammenleben der Menschen aus. Sie sind ein soziales Faktum der Koordinierung und Organisierung des Menschengeflechts. Die Uhr ist nicht nur ein physisches, sondern vor allem ein gesellschaftliches Objekt. Sie ist ein Instrument zur Vergesellschaftung der Zeit, lokal und schließlich global. In der Neuzeit ist die Uhr derart dominierend geworden, dass man mit Louis Mumford, einem wichtigen Forscher auf diesem Gebiet, zu diesem Schluss kommen kann: Die Uhr, nicht die Dampfmaschine, ist die maßgebende Maschine für das moderne Industriezeitalter. Die soziale Herrschaft der Uhr ist dann voll etabliert, wenn sie flächendeckend zur Synchronisation imstande ist. Mit der Entwicklung des Transportsystems, besonders dem der Eisenbahn im 19. Jahrhundert, geschah der Durchbruch zur Koordinierung der Uhrzeiten. England führte um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine einheitliche Uhrzeit ein, die auf der Greenwich-Zeit beruhte. Zuvor hatte jeder Ort, das muss man sich mal vorstellen, hatte jeder Ort seine eigene Ortszeit. Es konnte keine geregelten Fahrpläne geben, ohne die gesellschaftliche Einigung auf eine gemeinsame Uhrzeit und insofern auf Gleichzeitigkeit. Jetzt erst wurde die Zeit wirklich vergesellschaftet. Die gesellschaftliche Homogenisierung der Zeit durch die einheitliche Uhrzeit ist das eine. Das andere ist, dass dadurch den Ereignissen und Tätigkeiten eine jeweilige Zeitstelle angewiesen werden konnte. Mit anderen Worten, erst jetzt konnte sich Menschheit geschichtlich zum ersten Mal übrigens, erst jetzt konnte sich das erstaunliche Phänomen der Pünktlichkeit herausbilden. Das neue Transportsystem und dann das Maschinensystem macht es erforderlich. Englische Industriearbeiter zerschlugen im 19. Jahrhundert bei einigen Revolten nicht etwa nur die Maschinen, an denen sie arbeiteten, sondern auch die Uhren über den Fabrikanlagen. Ihr Zorn richtete sich gegen die verhassten und allgegenwärtigen Instrumente der Zeitmessung. Diesen Symbolen der Unterwerfung des Lebensprozesses unter den Maschinenprozess. Jede noch so unbedeutende Zeitreserve, versteckte Pausen und Verlangsamung sollte entdeckt und wegrationalisiert werden. In der Epoche der großen Industrie gilt dann die Maschinenzeit. Sie gibt den Zeittakt,
für die Gesellschaft insgesamt vor und damit auch für den Einzelnen. Die gemessene Zeit, die Zeit der Uhren also, ist eine, ich sage es noch einmal, gesellschaftliche Institution, die sich tief ins bewusste und unbewusste Leben jedes Einzelnen eingegraben hat. Als Zeitsensibilität, Zeitdisziplin, ja sogar so etwas wie ein Zeitgewissen. So kommt es, dass die Zeit der Uhren uns immer auch normativ anspricht. Die Uhren zeigen nicht nur an, was ist, sondern sie wirken als Verhaltenssteuerung. Dazu passt, dass die größten und auch schönsten Uhren schon bald an den Kirchtürmen prangten und von dort ihre mahnende Botschaft erschallen ließen. Später finden wir sie an den Bahnhöfen und in den Werkhallen, bis sie schließlich an unseren Handgelenken als Armbanduhren auftauchen. Von diesem Augenblick an wissen alle, was die Stunde geschlagen hat. Ein dichtes Netzwerk der Zeit legt sich heute über das Leben. Das war früher anders. Zeitregelungen, das gab es zwar auch, aber sie waren längst nicht so engmaschig wie heute. Heute gibt es ein striktes Zeitregime, genau geregelte Arbeitszeiten, Freizeit, Schulzeit, Ausbildungszeit, Zeitpläne im Verkehr, in der Produktion, in der Wettbewerbswirtschaft kommt es darauf an, Zeit zu gewinnen, früher mit den neuen Produkten am Markt zu sein, Investitionen schneller umzusetzen. Unter solchem Zeitdruck verwandelt sich die Zeit in eine Art Gegenstand, der teilen, verschenken, verschleudern, sparen, günstig verwerten oder verkaufen lässt. Ein Gegenstand eben, der knapp ist. Das ist die moderne Zeitknappheit. Darin verbirgt sich aber natürlich eine viel ältere und grundlegende Erfahrung der Zeitknappheit, nämlich die existenzielle Zeitknappheit. Die besteht ganz einfach darin, dass dem Menschen die eigene Lebenszeit knapp vorkommen muss, weil er weiß, dass er seine Zeit durch den Tod befristen muss und befristet wird. Er hat in der Regel immer mehr Pläne, Wünsche, Projekte als Zeit, sie zu realisieren. In den alten Mysterienspielen gibt es häufig die komische Szene, wie der Tod als Sensenmann an den Jedermann herantritt, und der eilig und voll Angst erklärt, er habe noch keine Zeit zu sterben, er habe noch so vieles zu besorgen. Die gesellschaftlich bedingte Verknappung der Zeit verdeckt für die alltägliche Wahrnehmung genau dieses existenzielle Problem. Vielleicht lässt man auch deshalb sich ganz gerne hetzen und treiben. Das verschafft nämlich Ablenkung. Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme nicht dazu, heißt es bei dem Dramatiker Horvath. Diese gesellschaftliche Zeitverknappung wird, wie bekannt, mächtig angetrieben durch die ökonomische Logik. Beschleunigungsdynamik kam in Gang, weil es bei den eingesetzten Kapitalien auf schnelle Verwertung durch Erfolge am Markt ankam. Nur so kann man sich gegen die Konkurrenten behaupten und nur so lassen sich die Kredite bedienen. Es kommt auf Zeitvorsprünge an. Kapitalistisches Wirtschaften beruht in mehrerer Hinsicht auf der Ausnutzung von Zeitvorsprüngen, die eine so große Bedeutung haben, dass man sagen könnte, Ökonomie ist im Kern immer auch Zeitökonomie. Man muss produktiver und das heißt schneller sein. Die Steigerung der Produktivität schafft Wettbewerbsvorteile und so entsteht der ökonomische Zwang zur Beschleunigung,
bei den Produktionsmethoden und beim Wechsel der Produkte. Außerdem wird auch dafür gesorgt, dass sich die Lebenszeit der Produkte verkürzt. Zur Beschleunigungsökonomie gehört deshalb auch die Wegwerfökonomie. Die jetzt riesige und ständig anwachsende Bugwelle des Abfalls bewirkt, die wir vor uns herschieben. Unser Abfall ist unsere Zukunft. Das gilt auch für die Finanzwirtschaft. Auch hier schieben wir den Abfall vor uns her, nämlich die finanziellen Mülldeponien mit ihren kontaminierten Finanzprodukten. Sie werden uns noch große Schwierigkeiten bereiten, besonders weil inzwischen die Europäische Zentralbank mit dem Ankauf der faulen Staatsanleihen selbst zu einer finanziellen Mülldeponie geworden ist. Bei der Finanzkrise hat sich auch besonders drastisch gezeigt, dass wir in einer Gesellschaft der verschiedenen Geschwindigkeiten leben. Der Zeittakt, in dem Geschäfte in der Finanzwirtschaft abgeschlossen werden, ist extrem schnell und erfordert eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit bei immer kürzer werdenden Fristen. Beim Hochfrequenzhandel kommt man sowieso nur noch mit dem Computer weiter. Menschliches Reaktionsvermögen ist schon längst abgehängt. Da kommt es dann aber zu Synchronisationsproblemen. Beispielsweise zwischen der Geschwindigkeit der Finanzwirtschaft und der Geschwindigkeit der Demokratie, die für vernünftige Beschlüsse Zeit braucht. Zwei Geschwindigkeiten also. Und welche gibt nun den Takt vor? Das zu entscheiden, ist übrigens keine Sachfrage, sondern eine politische Machtfrage. Synchronisationsprobleme kann man auch sonst, die kennen wir auch sonst aus dem Alltag. Der Zeitgewinn bei einer teuer hergestellten Schnellzugverbindung geht im Nahverkehr wieder verloren. Synchronisationsprobleme gibt es auch im Verhältnis von technologischer Entwicklung und Ausbildung. Kenntnisse und Qualifikationen veralten immer schneller. Lebenserfahrungen werden entwertet. Der flexible Mensch, heißt es, muss ständig umlernen. Das heißt, er muss sich synchronisieren. Das einzelne Leben verwandelt sich in eine Abfolge mehrerer Arbeitsbiografien mit Lücken und Leerzeiten von Arbeitslosigkeit. Modernisierte, beschleunigte Arbeitsprozesse erzeugen menschlichen Abfall. Die Arbeitslosen, die Leute, die nicht mehr mitkommen, die unfreiwillig Entschleunigten, die Abgehängten. Auch die Politik hat oft das Nachsehen, weil sie nicht schnell genug ist. Es wird immer schwieriger, einen stabilen Rahmen für die Wirtschaftstätigkeit und die sozialen Prozesse zu zimmern, trotz der Flut von Gesetzen, die der Entwicklung hinterhergeschickt werden. Die Entscheidung in der Wirtschaft erfolgt schnell, darüber sprach ich schon. Die in der Politik, vor allem wenn sie demokratisch legitimiert sein soll, langsam. Die Politik gerät unter Zeitdruck, Parlamente werden übergangen und es gehört einiger Mut dazu, sich für Entscheidungen von großer Reichweite Zeit zu lassen. Die allseitige Beschleunigung bei Produktion, Konsum und in der Finanzwirtschaft müsste eigentlich mit einer bewussten Entschleunigung, mit Verlangsamung und Nachhaltigkeit begegnet werden. Aber die Kräfte der Beschleunigung sind so übermächtig
weil sie auch mit einer anderen Grundtendenz der Moderne in Verbindung stehen, nämlich mit der Revolution der technischen Kommunikationsmedien. Wir können in Echtzeit weltweit an Ereignissen teilnehmen. Eine Flut von medialen Eindrücken überschwemmt uns und die kommunikativen Netze werden immer dichter. Auch das erzeugt den Eindruck von Beschleunigung. Doch ebenso wie die Zeit selbst nicht knapp werden kann, so kann sie sich auch nicht eigentlich, sich nicht beschleunigen. Es sind die Ereignisse und Geschehensabläufe in der Zeit, die sich beschleunigen. Der Eindruck von Beschleunigung verstärkt sich, wenn innerhalb einer solchen Zeitspanne die Zahl und Dichte verschiedener Ereignisse oder Informationen zunimmt, die uns affizieren und auf die es zu reagieren gilt. In der medialen Erfahrung entsteht der Eindruck von Beschleunigung, weil ganz einfach die Zahl der Erlebnis-Episoden pro Zeiteinheit wächst. Erlebnisepisoden bleiben wirklich nur Episoden, wenn sie keine Zeit haben, zur Erfahrung zu werden. Erfahrung braucht Zeit, Verarbeitungszeit. Sonst ist es nur Information oder ein momentanes Erleben, aber keine Erfahrung. Mediale Erlebnisse aber gehen schnell durch uns hindurch. Sie lassen wenig zurück. Jeder kennt das Fernsehparadox. Nach einem Abend vor dem Fernseher haben wir schnell vergessen, was wir soeben gesehen haben. Es hat sich versendet. Deshalb auch der Eindruck des rasenden Stillstandes. Dasselbe gilt natürlich für das Surfen im Internet. Wenn man nach Stunden auftaucht, dauert es nicht lange und man hat das meiste vergessen. Die mediale Beschleunigung der Kommunikation gipfelt in dem Erlebnis globaler Gleichzeitigkeit zwischen raumentfernten Punkten. Aber auch da muss man sich das Ungeheuerliche einmal klar machen, dass es eine solche Gleichzeitigkeit, die für uns selbstverständlich ist, vor der elektronischen Revolution noch nie gegeben hat. Früher war man an jedem Raumpunkt in der jeweiligen Eigenzeit eingeschlossen. Wenn etwas an entfernten Orten geschah, war es schon längst vorbei, wenn man anderswo davon Kunde erhielt. Gleichzeitig war nur der Bereich, den man unmittelbar erleben und übersehen konnte, wo man also wirklich dabei war. Jenseits dieser Grenze gab es nur noch unterschiedliche Stufen der Verspätung. Eine kleine Insel als gleichzeitig erlebter und sinnlich wahrgenommener Gegenwart, umgeben von einem Ozean von Vergangenheit. Früher war man nie auf der Höhe der Zeit. Es war immer zu spät. Das hat auch Vorteile. Raumentfernungen, die noch nicht technisch überbrückt werden können, verhindert natürlich die Gleichzeitigkeit, schützt aber auch davor. Ja, aber warum sollte Schutz nötig sein? Dazu sollte man sich klar machen, was mit der telekommunikativen Herstellung von Gleichzeitigkeit eigentlich geschieht. Man nimmt mittels dieser modernen Kommunikation an immer mehr Wirklichkeit teil, auf die der Einzelne immer weniger angemessen reagieren kann. Eine dramatische Differenz zwischen dem Wahrnehmungskreis und dem Handlungskreis. Die Ferne rückt nahe, die Entfernung wird entfernt. So entsteht aufdringliche Gegenwart einer globalisierten Realität als Erregungstheater.
Eigentlich ist es kein Theater, sondern sehr oft blutiger Ernst. Doch infolge der Entfernung der Entfernung drückt die trügerische Nähe, also können durch die trügerische Nähe also können die Ereignisse kaum anders denn als Theater im Fernsehsessel wahrgenommen werden. Denn so viel Ernstfälle hält kein Mensch aus. Die theaterhafte Art der Wahrnehmung wird dann allerdings durchkreuzt, wenn wie in der Flüchtlingskrise etwa das Entfernte in wirklicher Nähe bei uns auftaucht. Es sind nicht zuletzt mediale Bilder, welche die Flüchtlinge anziehen und zur Enttäuschung auf beiden Seiten führen, hier und dort. Die Medienrevolution hat nicht nur die Reichweite der Gegenwartswahrnehmung im Raum erweitert und zu solchen Überforderungsphänomenen geführt, sie bemächtigt sich mit Hilfe der reproduktiven Techniken auch der Vergangenheit. Das Irreversible des Zeitflusses scheint aufgehoben. Augenblicke, Geschehenssequenzen zum Beispiel, können mittels der Speichermedien fixiert und reproduziert werden. Das hat äußerst tiefgreifende Konsequenzen in der erlebten Wirklichkeit. Wir leben ganz selbstverständlich mit der Hand auf der Replay-Taste. Und es schleicht sich das Gefühl ein, als könnten wir unser unwiderruflich verfließendes Leben auch ganz einfach wiederholen. Natürlich ist das eine riesengroße Selbsttäuschung. Am irreversiblen, unumkehrbaren Zeitfluss, in den jeder Einzelne als körperliche und geistige Existenz verwickelt ist, ändert das gar nichts. Noch während wir Jugend simulieren und in der virtuellen Unendlichkeit herumgeistern, werden wir älter und rutschen auf der abschüssigen Bahn dem unvermeidlichen Tod entgegen. Bei alledem merken wir, dass wir am eigenen Leibe noch eine andere Zeit haben und spüren. Auch dort, am eigenen Leibe, also ticken Uhren, könnte man sagen. Paarweise hinter der Nasenwurzel angeordnete winzige Nervenknoten synchronisieren das Körpergeschehen und fungieren als Taktgeber. Unser Körper ist ja durchherrscht von inneren Rhythmen, die wir nur im Störungsfall bemerken, wenn wir etwa nachhaltig gegen unsere inneren Taktgeber leben und nur der äußeren gesellschaftlich abstrakten Zeit folgen. Bekannt sind die Gesundheitsschäden bei längerer Schichtarbeit. Es kommt zu Schlafstörungen, Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man kann sagen, wer hartnäckig gegen die Eigenzeit seines Körpers lebt, der lebt nicht lange. Die Eigenzeit, meine Damen und Herren, verstanden als Zeiterfahrung am eigenen Leibe, hat es immer schwer, sich gegen gesellschaftliche Zeitnormierung, die aufs Tempo drückt, zu behaupten. Peter Glotz hat vor einigen Jahren prognostiziert, dass die Frontlinie der künftigen Kulturkämpfe in den westlichen Industriestaaten zwischen den Beschleunigern des digitalen Kapitalismus und den Entschleunigern verlaufen werde. Man muss kein Prophet sein, um die Beschleuniger einstweilen im Vorteil zu sehen. Ökonomie und Technik, besonders in ihrer digitalen Version, sind immer noch die scheinbar übermächtigen Taktgeber und Treiber des allgemeinen Lebenstempos. Und doch wird es darauf ankommen, andere Arten der Vergesellschaftung und Bewirtschaftung der Zeit zu entwickeln und durchzusetzen.
wenn dabei die Zeit und Eigenzeit notwendig zum politischen Thema wird, so ist leider zu bemerken, dass die politische Klasse das noch nicht so recht begriffen hat. Es hat ja auch lange genug gedauert, bis man die Natur als Thema der Politik entdeckte. Es geht um den Gewinn von Zeitsouveränität und um die Bewahrung der Vielfalt von Eigenzeiten. Individuell kann man schon jetzt einiges dafür tun. Man weiß ja ziemlich genau, was einen hetzt, was einem die Zeit stiehlt, wo man sie verschwendet, wem man sie schenken sollte, wie man sie besser verwenden und genießen kann und wann man sie sich lassen sollte. Zeitsouveränität ist auch Übungssache. Über das Individuelle hinaus aber wird es um politische Machtfragen gehen. Denn es ist eine politische Machtfrage, die verschiedenen Geschwindigkeiten, die der Ökonomie und der demokratischen Entscheidungsprozeduren aufeinander abzustimmen. Was darauf hinauslaufen muss, die Ökonomie unter die Eigenzeit demokratischer Entscheidungen zu zwingen und nicht umgekehrt. Es ist eine politische Machtfrage, zu entscheiden, welchen Preis an Umweltschäden und Lebensbelastungen wir zu zahlen bereit sind, nur um zum Beispiel eine schnellere Fortbewegungsart zu ermöglichen, schneller von A nach B kommen. Und es ist zumindest auch eine politische Machtfrage, wie viel Zeit wir den Kindern geben und lassen wollen. Und den Alten und dem Altern. Meine Damen und Herren, Nietzsche sagte, aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine Barbarei aus und fährt fort. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muss, das beschauliche Element in großem Maße zu verstärken. Zitat Ende. Die Verstärkung des beschaulichen Elementes, das ist immer noch eine gute Formel für die große Aufgabe der Zukunft in einer beschleunigten Welt. Ich danke Ihnen. Professor Dr. Rüdiger Safranski. Was ist hier? Hey, das müssen Sie mal mitnehmen. Danke schön. Jetzt müssen Sie uns aber noch eins verraten. Sie haben sich jetzt so viel mit der Zeit befasst. Wie machen Sie das persönlich? Ich meine, Sie denken ja so vor sich hin den ganzen Tag. Wie machen Sie das? Haben Sie da so strikte Zeitfenster? So jetzt ist Denkzeit? Also Thomas Mann hieß es ja immer so jeden Morgen Stunde. Genau. Ich bin schon ein sehr ritualisierter Mensch. Und ich glaube, das tut einem auch sehr gut. Ich habe so regelmäßige Zeiten. Wenn ich direkt am Schreiben bin, ja, dann sind das morgens 3 Stunden und nachmittags 3 Stunden. So, das ist dann die enge Schreibzeit. Und dann merke ich, der Rhythmus, der trägt einen. Und dann bedeutet das aber auch, wenn ich den Griffel hinlege oder den Computer ausmache, dann ist aber auch was anderes angesagt. Dann ist auch wirklich Entspannung da, dann muss ein schöner Wein getrunken werden und. Also dieses Überlappen von Anspannung, wenn das ausfasern, das kann ich nicht leiden. Also ich habe schon ich weiß schon, wovon ich rede, wenn ich sage in meinem Vortrag, es gibt schon
etwa, wir können Zeitsouveränität, das ist ein wichtiger Begriff für mich, Zeitsouveränität können wir ohne die ganze Gesellschaft zu verändern, auch jetzt schon, können wir da viel zurückgewinnen. Man kann immer, man hat immer noch mehr Freiheiten, als man denkt. Aber die muss man nutzen. Ich frage für einen Freund, wenn Sie sagen, Sie schreiben vormittags 3 Stunden und nachmittags. Ja. Dazwischen ist ja dann ein Zeitfenster. Ja. In diesem Zeitfenster rund um Mittag, greifen Sie da auch schon mal zum Wein? Nein. Also wie gesagt, das ist einfach eine ganz private Frage. Das ist eine Frage, da wollen Sie mich reinlegen und zwar nicht kennen. Nein. Wo denken Sie hin? Da bin ich schon. Nein. Vor allem, wenn ich genau weiß, dass ich nachmittags noch mal schreiben werde. Na ja. Dann auf keinen Fall. Alles klar. Andernfalls vielleicht schon. Ja? Wir nehmen mit, nüchtern an der Schreibmaschine, Professor Dr. Rüdiger Safranski. Vielen Dank.